Hi, herzlich willkommen zu einem Video, in dem wir uns mit Streckenlasten beschäftigen wollen, die eine Abhängigkeit von der Laufvariablen x haben. Also sowas hier. Ne? Als Beispiel eine kubische Streckenlast ausgewählt. In der Praxis ist mir das hier noch nie begegnet. Ja? Während dem Studium allerdings, da kommen die Professoren immer wieder mal auf die Idee, eine Streckenlast aufzuführen, die eben einen quadratischen oder auch einen kubischen Verlauf hat oder vielleicht noch mal was anderes. Ja. Streckenlasten wie diese hier, also eine konstante Streckenlast Q0 mit irgendeinem konstanten Wert, beispielsweise 5 Newton pro Millimeter, das werdet ihr häufig sehen. Was ihr auch häufig sehen werdet, ist sowas. Mit Q in Abhängigkeit von X und ihr habt dann entsprechend eine Dreiecksform vorhanden. Ja. Auch das wird immer wieder vorkommen. Hin und wieder machen sich die Professoren die Freude und geben euch sowas hier vor. Und dass das auch keine Raketenwissenschaft ist und dass das, wenn man sich das vorher mal angeschaut hat, relativ easy durchführbar ist, das soll euch dieses Video aufzeigen. Beginnen wir mit dem Teil 1, Bestimmung dieser Lagerreaktion. Letztendlich ist es ja so, dass wir hier diese Streckenlast haben und uns erstmal Gedanken machen müssen, welche Lagerreaktionen werden denn da ausgelöst werden. Und hier ist es eine relativ eindeutige Lage. Wir werden hier eine Lagerreaktion FAY haben, die nach oben wirkt. Und auch hier entsprechend eine Lagerreaktion FBY, die ebenfalls nach oben wirkt. Formhalber können wir hier noch ein FAX einzeichnen, ist aber 0, da wir hier rein senkrechte Lastrichtungen haben. Nun, aus solch einer Streckenlast können wir ja immer auch eine resultierende Kraft berechnen, also die Kraft, die letztendlich aus dieser Streckenlast resultiert. Ich zeige die jetzt mal irgendwo hier beliebig ein. Wo die genau ist, wissen wir noch nicht, müssen wir berechnen. Diese resultierende Kraft hier, die nenne ich FQ. Und die ist natürlich, wenn man es über die Laufvariable x betrachtet, natürlich auch abhängig von x. Der Abstand wiederum, also wo diese Kraft hier FQ wirkt, das ist ja letztendlich dann der Flächenschwerpunkt unserer Streckenlast. Ja. Also FQ ergibt sich gerade aus der Fläche als solche. Und der Abstand hier, das wäre XQ quer, das ist der Flächenschwerpunkt dieser Streckenlast. Nun, wenn wir uns bei FQ über die Fläche dieser Streckenlast Gedanken machen, dann müsst ihr euch sofort einfallen, klar, Flächenberechnung, Fläche unterhalb eines Graphen, da verwenden wir die Integralrechnung. Wir müssen also unser Q von x über die Laufvariable x integrieren. Also es ergibt sich FQ, ist da nichts anderes als das Integral unserer mit den Grenzen von, ich sage jetzt mal hier a bis b, Q von x mal dx. So, setzen wir das konkret ein. Unser FQ ist ja dann letztendlich nichts anderes als innerhalb der Integrationsgrenzen von 0 bis L. 0 bis L. Q von x ist hier gegeben. 0,2 mal 10 hoch minus 6 x hoch 3 plus 0,3 mal 10 hoch minus 6 x Quadrat dx. So, als nächstes bilden wir entsprechend die Stammfunktion und können hier auch entsprechend gleich einsetzen. 0,2 mal 10 hoch minus 6 x hoch 3 wir integrieren. Es wird zu x hoch 4. Die 4 kommt hier unter den Bruchstrich. Wir haben dann 0,2 durch 4. Das ist gerade gleich 1/20 mal 10 hoch minus 6 x hoch 4 plus x hoch 2 wird zu x hoch 3, die 3 kommt hier unter den Bruchstrich, 0,3 durch 3 ist dann gerade 1/10 mal 10 hoch minus 6 x hoch 3
und das wieder innerhalb der Grenzen von 0 bis L. So, wenn ihr das hier entsprechend einsetzt, also einerseits für L die 5000 mm, die da gegeben sind, entsprechend bei x einsetzt und dann abzüglich, ne, x für x 0 einsetzt, könnt ihr euch ersparen, da kommt ihr dann 0 raus, dann solltet ihr hier für FQ einen Wert von 31.262,5 mal 10 hoch 3 Newton erhalten. So, als nächstes machen wir uns Gedanken über den Schwerpunkt solch einer Fläche. Und da kennen wir auch schon aus den Erkenntnissen, ja, der Berechnung vom Flächenschwerpunkt, dass das xq quer gerade das Integral aus qx mal x dx ist, 0 bis L, also innerhalb der Grenze 0 bis L, geteilt durch unser FQ. Geteilt durch unser FQ, und unser FQ ist ja letztendlich dann nichts anderes als das Integral von 0 bis L qx mal dx. So, sieht furchtbar kompliziert aus, ist es aber gar nicht. Ja. Wir schauen uns erstmal diesen Ausdruck hier an, den hier haben wir ja schon, das ist unser FQ. Ja. Ich schreibe es hier nochmal dazu, das hier wäre FQ. Und das hier oben, das ist nichts anderes, als dass wir unser Q von x erst mit x multiplizieren und dann das Integral dazu bilden. Also, wie schaut das aus? 0,2 mal 10 hoch minus 6 x hoch 3 mal x wird zu x hoch 4. Aus x hoch 4 wird beim Integrieren dann x hoch 5. Das heißt, die 5 kommt hier unter den Bruchstrich, 0,2 durch 5, gebt dann Taschenrechner ein, kommt raus, 1/25 mal 10 hoch minus 6, x hoch 5, plus x Quadrat mal x gibt x hoch 3 integriert wird zu x hoch 4, die 4 unter den Bruchstrich, 0,3 durch 4 ist dann nichts anderes als 3/40. Also plus 3/40 mal 10 hoch minus 6, x hoch 4. So, das ist schon im Prinzip unsere Stammfunktion. Und das haben wir dann entsprechend einzusetzen mit den Grenzen von 0 bis L. Und hier setzen wir letztendlich unseren Ausdruck, den wir für FQ schon erhalten haben, ein. Also 1/20 mal 10 hoch minus 6, x hoch 4, plus 1/10 mal 10 hoch minus 6, x hoch 3. Das auch in den Grenzen von 0 bis L. Ihr setzt bei x jeweils wieder die 5000 ein. Die 0 könnt ihr euch in diesem Fall sparen, ja, wird ja dann entsprechend zu 0. Teilt das durch FQ und erhalte dann als Stelle des Flächenschwerpunkts für diesen Fall einen Wert von 3999,9 mm. Ja, und jetzt ist es natürlich relativ einfach, die Lagerreaktion zu bestimmen. Wir stellen auf die Gleichgewichtsbedingungen. Wir haben unser FQ, wir haben unseren Hebelarm XQ. Und ja, jetzt bietet es sich natürlich besonders gut an, den Drehpunkt in die Lagerstelle A zu legen. Also Summe aller Momente um den Lagerpunkt A soll gleich 0 sein. Und wir haben einerseits FBY, welches mit seinem Hebelarm gegen den Uhrzeigersinn wirkt, also positiv FBY mal ja, 5, ich schreibe es mal allgemein hin, mal L. Minus FQ mal XQ quer ist gleich 0. Unser FBY ist dementsprechend FQ mal XQ quer geteilt durch L. Ihr setzt die Werte ein und erhaltet 25.009,375 mal 10 hoch 3 Newton.
Ja, warum stelle ich hier so viele Nachkommastellen auf? Im zweiten Teil zu dieser Serie, da werden wir uns die Schnittgrößen anschauen, Q von X, M von X. Und da ist es wichtig, dass man dann hier mit genauen Werten weiterrechnet, weil sonst, naja, da Blödsinn rauskommt. Und nun über Gleichgewichtsbedingungen, Summe aller Kräfte in Y-Richtung ist gleich 0. Wir haben FAY plus FBY minus FQ ist gleich 0. FAY ist demnach FQ minus FBY. Ihr setzt das ein und erhaltet 6253,125 mal 10 hoch 3 Newton. Ja, Lagerreaktion wäre damit bestimmt. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir gerne. Ansonsten geht es jetzt hier weiter mit dem zweiten Teil. Wie gesagt, Querkraftverlauf, Biegmomentverlauf bei solch einer kubischen Streckenlast ist auch für andere. Ja, also wenn ihr ein Quadratchen habt oder eine X hoch 4 oder eine E-Funktion oder was, keine Ahnung, was da euren Profs einfällt. Die Vorgehensweise ist grundsätzlich immer die gleiche. Bis die Tage.